Hi zusammen, Faktor 4. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ihr seht schon von dem Testserver, wir haben wieder einen Zugang dazu. Also nicht wundern, warum hier oben fast 3 Millionen Gems sind. Auf diesem Testserver geht es darum, ich kann euch vorab alle Champions zeigen, die jetzt neu in das Spiel kommen. Und wir werden die Woche auch noch ein paar Videos machen, auch in den Streams. Werden wir uns die neuen Champs anschauen, sie equippen und vor allen Dingen testen. Welche Champs sind denn hinzugekommen? Fangen wir an bei den Bannerlords. Haben wir Giskard. Giskard ist ja fast hässlich wie die Nacht, dass der in der Luft kriegt, ist ein Wunder. Aber sein Kit ist ziemlich nice. Also wir haben hier eine Base LP von 17.500, das ist okay, aber 1454 Base Defense und sein Kit ist die 1. Greift den Gegner an, bietet eine Chance gebuckt von 75% für eine Runde Angriffsverringer Debuff zu verleihen. Sehr nice. Die A2 greift alle Gegner an, bietet eine Chance gebuckt von 75% für eine Runde Provoke Debuff zu verleihen. Hört sich jetzt nicht so gut an, aber gebuckt auf 2 Runden CD. Ja, das ist schon mal sehr geil. Verleiht diesen Champion für 2 Runden einen Schildbuff im Wert von 25% seiner maximalen LP. Das heißt, Schild-Uptime sollte gegeben sein. Dann haben wir die A3. Verleiht allen Verbündeten für 2 Runden einen Death-Steiger und einen Angriffssteiger auf 3 Runden CD. Auch das ist nice. Dazu kommt dann noch, dass er eine Passive hat. Füllt das Rundenmeter dieses Champion um 35%, wann immer er von einem Gegner angegriffen wird, der provozieren Debuff unterliegt. Oder einem Angriffssteiger. Also eins von beiden. Und das ist natürlich nice, weil er dadurch natürlich viel schneller drankommt. Und 35% Rundenmeter ist ordentlich. Man kann ihn dann wirklich auf viel Defense machen oder auf LP. Da bleibt man an die Wahl offen. Er hat noch eine Defense-Steigerung für die Fraktionsgruppen, dieses Mal nebensächlich. Trotzdem 1455 Base-Defense. Das ist gut. So, dann gehen wir weiter zum Heiligen Orden, glaube ich, war es genau. Da haben wir Mordecai. Bei Mordecai bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das Kit, naja, ist jetzt Bewertungssäuschen drin. Okay. Also die A1 greift den Gegner an, bietet eine Chance von gebuckt 45%. Das Rumwert des Ziels um 10% zu senken, hat stattdessen eine 60 plus 15, also 75%ige Chance, dass wenn das Ziel LP-Bond-Debuff unterliegt, kann er das Rundenmeter senken. Dann haben wir die A2, bietet eine Chance von 100%, das Rundenmeter aller Gegner um weitere 15% zu senken. Füllt das Rundenmeter aller Verbündeten um 15% auf 3 Runden CD. Naja, 2 Runden wären jetzt besser gewesen, da wir ja, zum Beispiel Deacon haben, der das hier auf 3 Runden Deathsteiger und auf 3 Runden 15-15 macht. Also auch da, ja, Deacon auch mit an. Also Deacon passt dann besser ins Kit, aber gut. Und dann haben wir noch die A3. Bietet eine Chance von 100% allen Gegnern für 2 Runden LP-Bond-Debuff zu verleihen. Verleiht allen Verbündeten für 3 Runden einen Angriffssteiger-Buff. Der LP-Bond ist zu 100%. Der Champ ist rot, das heißt für die Spinne später glaube ich schon. Deswegen passt auch die Bewertung für die Spinne. Für die Spinne kann das gerade gut funktionieren. Denn er hat eine Genauigkeitssteigerung von in allen Schlachten um 50. Bei 100 Base-Speed, guten Angriffswert und guter Defense sollte das machbar sein. Dafür ist die LP sehr niedrig. So, gehen wir weiter zu den Barbaren. Da war glaube ich nichts drin. Nein. Bei den Ogrien-Stempen war auch nichts drin. Salamander ist auch nichts drin. Skinwalker, wie immer, nichts drin. Skinwalker brauchen unbedingt Champs. Das gibt es gar nicht. Bei den Orks war auch nichts drin. Nein. Dann kommen wir zur Dämonenbrut. Bei der Dämonenbrut gibt es einen neuen epischen Champ, und zwar Skimforce der Hagere. Wo man sieht, dass hier die Hälfte Hälfte ist. Die Idee finde ich ganz cool. Leider ein bisschen viel Rot, finde ich, in seinem Aussehen. Aber nichtsdestotrotz, vielen wird er wahrscheinlich gefallen vom Design her. Okay, also seine Stats, 1400 Base-Angriff ist gut, 1000 Defense ist okay, Speed ist sehr gut, der Rest, Die A1 greift einen Gegner zweimal an. Der erste Treffer bietet eine Chance gebuckt von 45%, ja, für 2 Runden einen Death-Steiger, einen Geschwindigkeitssteiger, die überhaupt zu verleihen. Und der zweite Treffer hat eine 45%ige Chance, das Rundenmeter des Ziels zu senken. Ja, das ist okay. Und dann haben wir die A2. Greift alle Gegner an. Bietet eine Chance von 100% für 2 Runden einen Angriffsverringer Debuff zu verleihen auf 3 Runden CD. Überträgt nach dem Angriff alle Debuffs bis auf Lähmung, Frost, Schlaf, Angst, wahre Angst oder Provoke aller Verbündeten auf ihn. Ja, auf ihn drauf. Also sprich, er hätte dann alle Debuffs.
Und mit dem nächsten Angriff, das ist dann die nächste A3, haben beide auch 3 Runden CD, von daher könnte das passen. Überträgt alle Debuffs dieses Champions auf einen Zielgegner und greift das Ziel dann an. Stiehlt 100% des Rundenmeters, wenn dieser Angriff. Wenn dieser Angriff kritisch trifft. Also, wenn dieser Angriff kritisch trifft, hätte man 100% des Rundenmeters gestohlen. Mal unabhängig davon, dass man Debuffs übertragen kann, finde ich das auf 3 Runden CD okay. Der wird relativ hart hitten, vermute ich mal. Aber das werden wir jetzt in die Woche im Stream testen. Dann können wir genau testen, ob dieser Champ dann auch zuhaut. Die Idee mit den Debuffs übernehmen und dann übertragen, finde ich ja nicht schlecht. Die Frage ist nur, die Debuffs verlieren dann schon eine Runde. Ob das dann so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Dann haben wir noch einen passiven. Halt diesen Champion zu Beginn jeder Runde für jeden Debuff auf ihm um seiner 5% seiner maximalen LP. So, mit 13.000 Lebenspunkte ist nicht viel mit Heal. Aber wenn dieser Champion zu Beginn der Runde 4 oder mehr Debuffs unterliegt, werden diesem Champion für 2 Runden Angesteiger oder Crit Damage und einen Crit Damage Steiger Buff verliehen. So, da die Debuffs, sagen wir, er kriegt jetzt wirklich 2 Gift Stacks, sind 2x 5% Schaden, das heißt, der Damage wird negiert. Und bei anderen Debuffs, also ich glaube, dass der dann vielleicht wirklich, wenn der diesen Angriff hier macht, ich glaube, dass der ziemlich hart hätte. Aber das werden wir testen. Das kriegen wir raus. Das werden wir testen. Klingt auf jeden Fall sehr geil. So, dann haben wir weiter. Untote. Da ist nix. Dunkelelfen. Da ist auch nix. Ritter Wiedergeburt. Jupp, da ist auch nix. Kommen wir zu den Zwergen. Da ist er. Neue Fusion, Priester Progni. Und ich empfehle euch ja schon seit Tagen, bereitet euch auf die Fusion vor. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, warum. Base LP, 23.000. Angriff 782 ist nicht hoch, aber, dazu komme ich gleich. Defense, 1266, gut. Geschwindigkeit, gut. Widerstand, extrem gut. Die A1, greift den Gegner an, bietet eine Chance von gebuckt. 60%. Von 60% für 2 Runden LP wollen Debuff zu verleihen. Das ist nice. Der haut hart zu. Ja, der hat einen guten, sehr, sehr guten Multiplikator auf Angriff. Das muss man sagen. Dann die A2. Greift alle Gegner an. Bietet eine Chance. Gebuckt von 100%. Von 100%. Einen zufälligen Buffs von allen Gegnern zu entfernen. Buff Remove auf der A1. Dann bietet eine Chance von 100% einen zufälligen Debuff von allen Verbündeten zu entfernen und steigert den Wert von Schildbuffs auf allen Verbündeten um 30% des angerichteten Schadens. 3 Runden CD. Das Schöne ist, so genau lesen, es steigert den Wert von Schildbuffs, nicht nur von seinem Schild, sondern von allen Schildbuffs. Klingt auf jeden Fall sehr geil. Und das ist natürlich das Allergeilste. Verleiht allen Verbündeten für 2 Runden Blocket Debuffs Buff, Angesteiger Buff und für 2 Runden einen Schildbuff in Höhe von 30% seiner maximalen LP. Das Schild kann nicht entfernt werden auf 3 Runden CD. Ein Blocket Debuffs und Angesteiger auf 3 Runden CD. Wann ist die Fusion? Ich hätte nie gedacht, dass eine Fusion das mal haben wird. Priester Borgli. Ja. Und dann haben wir noch einen passiven. Reflektiert, wann immer ein Verbündeter mit einem Schildbuff angegriffen wird. Es muss nicht von ihm sein, das Schild. 25% des eingehenden Schadens auf dem Schild zurück auf dem Angreifer. Halt diesen Verbündeten zudem um 25% des dem Schild zugefügten Schadens. Das heißt, kriegt er 10k Damage aufs Schild, 2500 Heal kommt zurück. Wenn es mehrere Champions mit dieser Fähigkeit im Team gibt, wird sie nur bei einem aktiviert. Ist natürlich klar, wir wollen natürlich dann nicht viermal Heal haben, dann wäre das nämlich eine 100% Negierung. Aber ja, dann haben wir noch eine Aura für einen Doom Tower um 60. Da kommt ein Guide von mir. Wir werden den live im Stream testen. Ich kann euch nur sagen, wenn die Fusion online geht, machen. So, dann haben wir die Shadowkin. Und dort haben wir einen neuen legendären Champ, die Ryu Beinspeer. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr nice aus, ja. Und die Kit ist ein bisschen einzigartig, muss ich sagen. Also das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Hier haben wir mal die schöne Bewertung drin. Alles auf 5 finde ich jetzt nicht ganz, aber sie hat ein paar sehr gute Sachen. Die A1 greift einen Gegner an, also alles Single-Target. Verleiht dem Verbündeten mit dem niedrigsten LP-Wert für eine Runde den großen Dauerheilungsbuff. Verleiht zudem allen Verbündeten mit 30% LP oder weniger für eine Runde den kleinen Dauerheilungsbuff.
Schaden basiert auf Angriff, man sieht es hier. Und ist auch nur Multiplikator drin. Kein Cooldown oder irgendwelche High Chancen. Dann haben wir die A2. Seht ihr schon, ja? Ja. Also, verleiht einem Zielgegner für eine Runde Lähmung, LP-Burn, Death-Verringerung, Schwäche, Angriffsverringer und Quit-Quote-Verringer. Also einmal alles. Ja. Auf 3 Runden CD mit 100% Chance bei genug Genauigkeit. Auch hier nur Schadensmultiplikatoren drin. Also, was jetzt gegen Clan-Boss wäre, das ja schon enorm, wenn man einfach mal mit einem Hit alles applied. Dann haben wir die A2. Entfernt alle Debuffs, die A3, entfernt alle Debuffs von allen Verbündeten und verleiht ihnen dann für 2 Runden einen Blocker Debuffs Buff. Heilt zudem allen Verbündeten um 35% ihrer maximalen LP sowie um 5 weitere für jeden Debuff, der von ihnen entfernt wurde. Und hier guckt mal Leute, von 6 auf 3 Runden CD, blocke Debuffs Buff. Ja, ja, also schon nice. Ein kleiner Bad L inklusive. Und dann haben wir den passiven. Wenn Debuffs verliehen werden, reflektiert dieser Champion sie sofort zurück auf dem Angreifer. Debuffs, die nicht entfernt werden, können wir natürlich nicht übertragen. Aber stellt euch vor, ihr spielt in der Arena gegen irgendeinen Champion, der Debuffs applied. Sie haut die sofort zurück auf den Angreifer. Das ist schon ziemlich nice. Aber mir gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sie testen kann. Da müssen wir auf jeden Fall ausführlich testen, denn sie hat einen sehr hohen Base Speed. Die LP-Weise ist okay, aber Angriff und Defense sind gut. Und wir werden auf jeden Fall einiges rumspielen und gucken, was sie kann. Ist natürlich ein Void Link, war ja klar. Aber die Shadow Queen hatte noch keinen, von daher ist das okay. Und wir haben Fenshi, einen neuen Multi-Hitter, auf sehr hoher Angriff. Der Rest ist wie immer sehr niedrig. Also Defense sehr niedrig, LP sehr niedrig, Speed ist okay, aber der Angriff ist sehr hoch. Und ich schätze mal auch, dass er sehr viel Damage machen wird. Das werden wir testen. Denn die A1 greift den Gegner dreimal an. Triple Hit auf der A1. Jeder Treffer bietet eine Chance gebuckt von 40% Geschwindigkeitsverringerung, die wir auch zu verleihen. Ja, jeder Treffer. Wir haben aber drei Treffer. Das heißt, dreimal 40%, das sollte dann drauf sein. Dann haben wir die A2 auch. Triple Hit greift den Gegner dreimal an. Jeder Treffer bietet eine Chance gebuckt von 75% des Rundenmeterziels um 15% zu senken. Jeder Treffer, wenn es gut läuft, nährt den dreimal 15. Wenn es schlecht läuft, gar nicht. Aber auf 2 Runden CD. 2 Runden CD. Wenn der hart hittet, Brustmahlzeit. Und die A3 greift den Gegner zweimal an. Jeder Treffer verleiht dem Ziel für 3 Runden einen Gift-Debuff. Jeder Treffer verleiht dem Ziel für 3 Runden. Ne? Auf 3 Runden CD, 2 Gift, 6, die 100% Uptime haben. Ignoriert 10% des Ziel-Death-Werts pro Gift-Debuff. Also, wenn wir einem Ziel mehr Gift zufügen, macht er am Ende 100% Death-Ignore. Das werden wir testen. Wenn der hart hittet, kann da ziemlich ausarten. Das probieren wir auf jeden Fall. Im Unkillable Team Shake mir das witzig vor. Denn wir brauchen keinen großen Gift-Debuff. Es reicht auch ein kleiner. Das testen wir im Unkillable Team. Sollte das vielleicht gar nicht so schlecht klingen. Also das werden wir auf jeden Fall probieren. Ja, das waren die ganzen neuen Champs. Wie gesagt, ich habe schon viel getestet. Ich möchte euch nicht viel vorab nehmen. Ich werde noch ein Video drüber machen, über gezielt, und wir werden auch im Stream viel testen. Also, ich bin gespannt, welche Champs sind, oder welche Champ ist euer Favorit? Was meint ihr? Und ja, also die Fusion ist ja mega, meiner Meinung nach. Ich freue mich drauf, mit euch das zu testen und euch da Videoguides zu präsentieren. Wir haben doch den Test-Account, haben wir jetzt bis Freitag einschließlich. Also von daher sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Favtop. Ciao, ciao.